Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Ihnen allen wünsche ich in dieser hochheiligen Nacht ein herzliches Willkommen. So beginnen wir in der weihnachtlichen Freude mit dem Zeichen des Kreuzes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede, die Gnade und die Freude unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wir sind hier versammelt, um gemeinsam zu feiern. Und lange haben wir nicht gewusst, ob uns dies möglich sein wird. Und ich habe im Grunde bis gestern Abend noch überlegt, ist das gut so, dass wir miteinander jetzt diesen Gottesdienst in der Christnacht feiern? Wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen darauf Acht geben, dass uns die Gesundheit erhalten bleibt und dass die, die erkrankt sind, auch wieder gesund werden können. Das ist unsere Aufgabe und Verpflichtung. Und trotzdem müssen und dürfen wir auch weiterschauen. Weiterschauen auf den Grund unserer Hoffnung. Dieser Grund unserer Hoffnung ist Jesus Christus. In ihm ist das Heil erschienen. Und dieses Heil dürfen wir in unserer Mitte begrüßen.
So lasset uns beten. Gott, der du uns Menschen liebst, du kommst uns entgegen in deinem Sohn Jesus Christus, der Mensch geworden ist unter Menschen, um uns das Licht des Lebens zu sein und das Heil, das wir brauchen in aller Bedrängnis und Not. Dafür sagen wir dir, guter Gott, Dank, heute und bis in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. Das Volk, das in der Finsternis ging, sei ein helles Licht. Über denen, die im Land des Todesschatten wohnten, strahlte ein Licht auf. Du mehrtest die Nation, schenktest ihr große Freude. Man freute sich vor deinem Angesicht, wie man sich freut bei der Ernte, wie man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn sein drückendes Joch und den Stab auf seiner Schulter, den Stock seines Antreibers zerbrachst du, wie am Tag von Midian. Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft, jeder Mantel im Blut gewälzt, wird verbrannt, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. Man rief seinen Namen aus. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Die große Herrschaft und der Frieden sind ohne Ende. Auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, um es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird das vollbringen. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Als den Leuchten überall.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus. Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten. Auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. Er hat sich für uns hingegeben, damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse und für sich ein auserlesenes Volk schaffe, das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. Wort des lebendigen Gottes. Danke sehr, Gott. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. Dies geschah zum ersten Mal. Damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef von der Stadt Nazareth in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, denn er war aus dem Haus und dem Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Frieden bei den Menschen seiner Gnade. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Stille Nacht, heilige Nacht. Zu Beginn dieses Gottesdienstes habe ich das schon anklingen lassen. Dieses Weihnachtsfest ist sehr ungewöhnlich. Was haben wir uns für Fragen gestellt im Vorfeld auf dieses Fest? Dürfen wir überhaupt feiern? Mit wem dürfen wir feiern? Dürfen wir reisen zu unseren Familien? Was geht an Weihnachten und was geht nicht? Nicht zuletzt hat uns auch die Frage beschäftigt, dürfen wir diesen Gottesdienst heute Abend miteinander feiern? Es sind ganz ungewöhnliche Umstände, die uns an diesem Weihnachtsfest begleiten. Da schwingen auch ganz viele Sorgen mit. Da sind Menschen von uns im Krankenhaus und dürfen wegen Corona nicht besucht werden von ihren Angehörigen. Da sind Menschen, die sind noch in einer Reha-Klinik und dürfen keinen Besuch empfangen.
Das sind Menschen, die sind selbst an Corona erkrankt oder haben einen positiven Test oder waren mit jemandem, der positiv getestet worden ist, in Kontakt. Alle müssen sich nun zurückziehen. Für so manch einen ist dieses Weihnachtsfest sehr einsam. Vergessen wir auch nicht die Menschen, die in unseren Altenpflegeheimen sind. Alt gewordene Eltern, die dort leben, und wir dürfen nicht hin und sie besuchen, müssen draußen bleiben. Schwierige Zeiten sind das. Einsame Zeiten. Und wenn ich ungewöhnlich sage, dann trifft es das überhaupt nicht mehr. Aber, und deshalb verwende ich das Wort ungewöhnlich, das Weihnachtsfest an sich, das eigentliche Geschehen an Weihnachten, ist sowas von ungewöhnlich, unbegreiflich, unerklärbar. Da ist diese junge Frau, die auf unerklärliche Weise schwanger wird. Und dann müssen sich Maria und Josef auf den Weg machen nach Bethlehem, weil es einem römischen Kaiser gefällt, dass sein Volk gezählt wird, damit er ja auch niemand vergisst zu besteuern. Also machen sich Maria und Josef auf den beschwerlichen Weg nach Bethlehem. Dort angekommen, finden sie keine Herberge und werden auf das freie Feld verwiesen. Geht zu den Tieren, geht zu den Hirten, dort ist Platz. Wie mögen sich die beiden gefühlt haben? Am Rande ihrer Kräfte, ausgelaugt, verzweifelt. Wir spüren, das, was damals in Bethlehem geschehen ist, das hat doch so einiges mit unserem Weihnachten zu tun. Ungewöhnliches geschieht. Weihnachten ist nicht gewöhnlich, sondern da ist das Außergewöhnliche, da ist das Schwierige, da ist das Problematische, das Kritische. Und in diese Situation hinein kommt Gott. Gott kommt. Nicht ich gehe zu meinem Gott hin, sondern Gott kommt mir entgegen. Ich habe nicht alles in der Hand. Die Pandemie zeigt mir das ganz deutlich. Ich habe nicht alles selbst in der Hand. Ich bin darauf angewiesen, dass da ein Gott ist, der zu mir kommt, weil ich das gar nicht mehr schaffen kann. Gott kommt zu mir. Es ist die Hand Gottes, die sich mir entgegenstreckt in diesem kleinen Kind in der Krippe. Gott kommt mir entgegen. Weihnachten ist also immer dort, wo Gott mir entgegenkommt. Und auch wenn diese Situation in unseren Krankenzimmern so verzweifelt sein mag, Gott ist schon da. Er ist dem Kranken schon entgegengekommen. Und dort, wo Armut quält, in den Slums unserer Welt, Gott ist schon da. Er ist in diesem kleinen Kind Jesus Christus den Menschen dort schon entgegengekommen, streckt ihnen seine Hand entgegen. Und in unseren Altenpflegeheimen, Gott ist schon da. Er ist bei den alten Leuten, er ist bei denen, die sich nicht mehr selber helfen können. Und vergessen wir auch nicht die Menschen, die in unseren Krankenhäusern arbeiten. Jetzt, gerade in dieser Stunde, wo wir hier zum Gottesdienst versammelt sind, da sind Menschen dabei, und helfen den Kranken. Vergessen wir die Menschen nicht, die in unseren Pflegeheimen arbeiten. Auch dort wird jetzt gearbeitet, es wird sich gesorgt um die Kranken und um die Alten. Und Gott ist mit diesen Menschen. Er ist schon da. Er kommt ihnen entgegen.
Überall dort ist Weihnachten, wo Gott eingetreten ist. Gott tritt in die Welt ein. Das Bild der Krippe macht das deutlich. Gott kommt in der Gestalt dieses kleinen Kindes als Jesus Christus, als Gottes Sohn, in diese Welt hinein. Das ist Weihnachten. Gott kommt. Und wenn wir eine Hoffnung haben, dann ist das ja genau diese. Gott kommt in unser Leben hinein, in mein Leben hinein. Jeder von uns sitzt heute Abend hier und hat sein Päckchen zu tragen, sein Päckchen voll Sorgen. Aber Gott ist schon da. Er kommt in mein Leben hinein. Er streckt seine Hand mir entgegen. Und seine Hand ist gefüllt mit Leben, mit seinem Heil. Von diesem Kind in der Krippe sagen wir, es ist der Heiland. Es ist der, der unser Leben heil machen kann. Es ist der, der den Tod besiegt. Er hat Leben. Weihnachten würden wir auch nicht feiern, wenn wir Ostern nicht hätten. Vertrauen wir uns diesem Jesus Christus an, der als Gottessohn und Menschensohn in unsere Welt kommt. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagen die Engel den Hirten. Ne? Fürchtet euch nicht. Das gilt auch uns. Fürchtet euch nicht. Denn das Heil unseres Gottes ist da, in diesem kleinen Kind im Stall zu Bethlehem. In Jesus Christus. In diesem Heiland. So wollen wir unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. So wollen wir auch an diesem heutigen Abend Gott unsere Bitten sagen. Schenke deine Freude allen, die das Fest deiner Geburt feiern. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Schenke deine Freude allen, die in diesen Tagen einsam oder krank sind. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Schenke deine Freude allen, die in diesen Tagen für andere sorgen und sie pflegen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Schenke deine Freude allen, die in diesem Jahr von Corona betroffen sind. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Schenke deine Freude allen, denen wir uns in besonderer Weise verbunden fühlen, denen wir lieben, zu unserer Familie gehören, unseren Freunden und Freundinnen. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. In einem Moment der Stille bringen wir die Anliegen der Menschen, die dir in unserer Kirche ihre Sorgen und Nöte anvertraut haben. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Schenk Frieden und ewiges Leben all unseren verstorbenen Angehörigen und Freunden, denen, die an und in Verbindung mit Corona gestorben sind, denen die Opfer von Terrorismus und Krieg geworden sind. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. So beten und bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Jesus.
So lasset uns beten. Herr unser Gott, in dieser hochheiligen Nacht schenkst du uns dein Licht. Dir, Herr, geben wir Brot und Wein. Du schenkst dich uns selbst. Dir, Herr, geben wir unsere Arbeit. Du schenkst uns dein Reich. Sieh, Herr, was wir dir bringen, ist von dir. Was wir in dieser Nacht empfangen, ist auch von dir. Wir danken dir. So beten und bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, barmherziger Vater, zu danken und dein Erbarmen zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn schaffst du den Menschen neu und schenkst ihm ewige Ehre. Denn einen wunderbaren Tausch hast du vollzogen. Dein göttliches Wort wurde ein sterblicher Mensch. Und wir sterbliche Menschen empfangen in Christus dein göttliches Leben. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob von deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche die hochheilige Nacht, in der Maria in unversehrter Jungfräulichkeit der Welt den Erlöser geboren hat. Durch ihn, unseren Herrn und Retter, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Mal immer wieder miteinander zu feiern. Denn am Abend, an dem Jesus ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, da nahm er das Brot in seine Hände und sagte der Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann nahm er nach dem Mahl den Kelch in seine Hände, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und des ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedenken. Dies ist das Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit.
Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Und wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Stephan und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, Ministranten und Ministrantinnen und mit allen Männern und Frauen, Jungen und Alten, die du zu einem Dienst in deiner Kirche berufen hast. Vater, gedenke auch aller unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich nun schauen, von Angesicht zu Angesicht. Und erbarme dich auch über uns alle, damit auch uns selber das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn und unseren Herrn, Jesus Christus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Beten wir um Frieden und um Versöhnung. Herr Jesus Christus, als kleines, unscheinbares und ohnmächtiges Kind liegst du in der Krippe. Aber du bist groß. Du bist der große Friedensfürst. Und du bist der Heilsbringer, der Heiland. Und so mache wahr, was du verheißt. Schenk uns deinen Frieden und dein Heil. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Ich stehe an deiner Quelle.
So seht und erkennt in diesem gebrochenen Brot. Jesus Christus, der Herr, er ist in unserer Mitte. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du mein Christ und mein Gott. Der Leib Christi.
So lasset uns beten. Gott, du bist bei allen Menschen, die in Not sind, die in Bedrängnis sind. Du bist bei uns, wenn wir dich brauchen. Dein Sohn und unser Herr Jesus Christus zeigt das. Er ist Mensch geworden unter uns Menschen. Und so dürfen wir Weihnachten feiern, voller Freude und voller Hoffnung. Und diese Freude tragen wir nun in die Welt hinein. Dazu stärke uns. Das erbitten wir durch Christus, unserem Herrn. Amen. Zum Schluss dieses Gottesdienstes möchte ich Dank sagen. Ich habe immer wieder in diesem Gottesdienst davon gesprochen, dass dieses Weihnachtsfest ein sehr ungewöhnliches Fest ist. Dass dieses Fest aber stattfinden konnte hier in unserer Kirchengemeinde, das liegt daran, dass da viele ehrenamtlich Tätige unterwegs gewesen sind. Es galt ja nicht nur diesen Gottesdienst hier vorzubereiten, sondern eben auch die anderen Christmetten, dann die Gottesdienste, die heute Nachmittag hier im Pfarrgarten stattgefunden haben. Ich weiß jetzt gar nicht genau, seid ihr bei diesem Regen draußen gewesen oder seid ihr hier drin gewesen? Okay, hätte ich euch auch geraten. Ja, nichtsdestotrotz, ungewöhnliches Weihnachten möglich, weil viele tätig gewesen sind. Es waren heute Abend sicherlich im Vergleich zu den Jahren davor wenige da, aber das liegt auch daran, dass wir viele kleine Angebote gesetzt haben, über den ganzen Nachmittag an verschiedenen Orten hinweg. Und das ist eben nur möglich, wenn viele mit anpacken. Dazu gehört auch der Ordnungsdienst. Dazu gehört auch das Entgegenkommen der städtischen Behörden. Ich habe jeweils in Eckenstein und hier in Neurath zweimal
persönlich vorgesprochen beim Ordnungsamt, beim Ortsvorsteher, beim Bürgermeister. Ich habe mit denen im telefonischen Kontakt gestanden, damit wir Weihnachten feiern können. Also allen gebührt herzlichen Dank. Denen, die es bewilligt haben, denen, die es umgesetzt haben. Und jetzt liegt es an uns, die Freude von Weihnachten deutlich werden zu lassen. Wir brauchen dieses Licht in den Dunkelheiten unserer Zeit. Wir müssen es hinbekommen, dass die Nacht erhellt wird durch unsere Lichter, durch unsere Zeichen der Hoffnung. Das muss jetzt beginnen. Setzen wir diese Zeichen, indem wir diese frohe Botschaft von der Geburt des Heilsbringers Jesus Christus in die Welt hinaustragen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und tragen Sie diesen Segen weiter in Ihre Häuser hinein, zu den Kranken, zu den Alten, aber auch zu denen, die vielleicht sich schon vor Jahren verabschiedet haben von uns als Kirchengemeinde. Der Segen Gottes und das Heil unseres Gottes, das Licht unseres Gottes gilt schlichtweg allen, ob mit oder ohne Taufschein, ob mit Kirchenmitgliedschaft oder ohne. Alle sind da inbegriffen. Also in diesem Sinne gesegnete und fröhliche Weihnachten. So bitten wir Gott nun um seinen Segen. Der barmherzige Gott hat durch die Geburt seines Sohnes die Finsternis vertrieben und diese Nacht erleuchtet mit dem Glanz seines Lichtes. Er mache eure Herzen hell mit dem Licht seiner Gnade. Amen. Den Hirten ließ er durch den Engel die große Freude verkünden. Mit dieser Freude erfülle er euer ganzes Leben. In Christus hat Gott Himmel und Erde verbunden. Durch ihn schenke er allen Menschen guten Willens, seinen Frieden. Durch ihn vereine er euch mit der Kirche des Himmels. Das gewähre euch der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Bedanken möchte ich mich ganz zum Schluss auch bei der Musik, beim Gesang. Wenn der nicht gewesen wäre, weil wir ja selber nicht mitsingen dürfen, wäre es nur halb so schön geworden. Also euch da oben auf der Empore auch mein herzliches Dankeschön. Geht hin in Frieden.